Das Ruger 1022 CO2 Luftgewehr bei mir im Test. Viel Spaß, Leute. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, ich war letztes Jahr 2019 auf der IWA. Ich war am UMAREX-Stand, habe mich so ein bisschen umgeguckt, habe mir die neue Walter Rain angeschaut, die ja leider noch nicht auf dem Markt ist, oder ich habe sie zumindest noch nicht zum Test bekommen können. Und als ich mich da auf dem Stand umgeguckt habe, ist mir ein Gewehr ins Auge gestochen. Und zwar aufgrund der schönen, schlichten Form. Ich finde das Gewehr optisch einfach echt super. Die Ruger 1022. Ihr kennt mich, im Normalfall ist eigentlich eher, ja, ich sag mal, Pressluftgewehr, Federdruckgewehr eher meine Baustelle. In ganz seltenen Fällen habe ich dann doch mal ein CO2-Gewehr dabei. Und ja, mir hat es optisch persönlich selbst gefallen. Ob das jetzt unseren Ansprüchen als Präzisionsschützen Genüge tut oder als Freizeitschützen, das will ich mir halt heute eben mal anschauen. Das gucken wir uns dann mal zusammen an. Wir machen einen Schusstest, wir machen den Chronitest, keine Ahnung, was das an Leistung bringt überhaupt. Und dann werde ich euch ein paar Nahaufnahmen natürlich zeigen. Ihr seht auch wieder Nahaufnahmenfotos bei mir auf ergandi.de. Da gibt es den begleitenden Blogbeitrag mit technischen Daten, mit Nahaufnahmen und so weiter und so fort. Abonniert euch den, lustige Gewinnspiele gibt es auch immer wieder. So, ja, wir gucken uns das Ganze mal technisch an. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal in die Nahaufnahme und schauen mal, was da so alles dran ist. Viel Spaß. Hier vorne haben wir das Laufende. Ihr seht hier ein festes Korn. Das ist hier so ein bisschen, ich hoffe, es sieht man gut, golden abgesetzt. Das macht es beim Zielen später wirklich einen schönen Kontrast. Der Lauf. Hier vorne haben wir eine kleine Öffnung für eine Riemenöse, also sprich, dass man da einen Gewehrgurt anbringen kann. Im Vorderschaftbereich ist das Gewehr hier so ein bisschen aufgeraut. Dann haben wir die Kimme, ganz witzig, wohl wie beim Original, lässt sich die einfach nach oben klappen. Ist eine Spielerei, braucht man nicht zwingend. Dann Kaliber 4,5 mm Ruger 1022 Air Rifle. Hier ist die manuelle Sicherung. Die kann man eben, hier ist jetzt rausgemacht. Das seht ihr an dem roten Strich, dass es feuerbereit ist. Oder so ist der Abzug verriegelt. Dann habt ihr hier den Abzug. Der aufgeraute Griffbereich. Eine beidseitige, ja, kann man so nennen, Schaftbacke, ist nicht so richtig vorhanden. Und hier hinten dran die Schaftkappe. Die kann man dann eben abnehmen, um die zwei 12 Gramm CO2-Kartuschen zu laden. Das würde ich euch aber dann gleich noch zeigen. Und hier unten haben wir dann die zweite Riemenöse, dass wir eben den Gewehrgurt befestigen können. Hier auf der anderen Seite ist es auch recht unspektakulär. Das Einzige, was eigentlich zu zeigen wäre, wäre dieser Repetierhebel. So kann man den als, habe ich auch neu gelernt, der Abzug ist One-Stage-Trigger oder Two-Stage. Das heißt, wenn man normalerweise schießt, ich mache das jetzt gerade mal, ist nicht geladen, es knallt aber, weil ein bisschen CO2 drin ist. Sicherung raus. Muss man relativ schwer den Abzug ziehen und dann löst sich der Schuss, wenn man eben hinten ist, und das Magazin repetiert automatisch weiter, also sprich repetiert das nächste Diabolo in die Laufrichtung, dass man das dann halt eben abfeuern kann. Wenn man jetzt hergeht und hier einmal, mal gucken, ob das mit einem, jetzt habe ich hier sozusagen vorrepetiert, ihr seht, der Abzug ist ein ganzes Stück weiter nach hinten, also man spart sich den schweren Abzugsweg und hat jetzt wirklich nur noch ganz leicht den Abzug zu ziehen. Das wird dann auch später das sein, wie ich dann den Präzisionstest mache, weil halt einfach viel, viel weniger Kraftanstrengung dann eben nötig ist. Okay, sonst sind hier keine Besonderheiten mehr auf der Seite. Ich würde es jetzt mal drehen, dass man es mal von unten betrachten kann. Hier kann man dann halt eben das Magazin rausnehmen. Ich habe den Hebel hier minimal leicht nach vorne. Ich muss das alles einhändig machen. Und habe das Magazin rausgenommen. Das ist nicht wie bei der Steyr Pro X, dass man das aufziehen kann, sondern das geht eigentlich letzten Endes immer so leicht rastend immer so ein Stück weiter.
alles Kunststoff, aber man muss sagen, das wirkt wirklich sehr hochwertig und stabil. Ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht 100 Schuss mit dem Gewehrchen gemacht. Kann jetzt nicht sagen, wie lange das dann hält, aber so wie sich das anfühlt, fühlt sich nicht so an, als ob da gleich irgendwas kaputt gehen will. Und hier wird dann das Magazin eben wieder eingeschoben. Das würde ich jetzt auch gerade mal machen. Das Ganze ist wirklich sehr leichtgängig. Ist zwar alles aus Kunststoff, aber irgendwie wohl gut aufeinander abgestimmt. Und jetzt hätte ich vorgeschlagen, jetzt schießen wir doch mal. Also, wir kommen zum Schusstest. Ich drehe hier hinten gerade mal die Kappe auf. Dann lässt sich die, wenn ich es schön gemacht habe, dass es quer steht, diese Schraubenzieher, Aufnahme letzten Endes. Dann lässt sich die Kappe abnehmen. Ihr seht, hier hat man einen Sechskantschlüssel und mit diesem dreht man hier so diese Kappe von der CO2, von dem CO2-Raum dann letzten Endes raus. Sorry, dass mir da ein bisschen die Fachbegriffe fehlen. Ich habe da wirklich noch nicht so viele Videos drüber gemacht. Ich drehe das jetzt gerade mal raus. Ihr seht es hier. Das erkennt man ganz gut. Also das heißt, wenn ihr da mal auf der Range seid, braucht ihr keine extra Werkzeuge dafür mitnehmen. Das ist dieses Dings. So. Dann nehme ich zwei Kartuschen. Die erste mit dem Hals, hier seht ihr es, mit dem Hals zu, nach vorne rein. Und die zweite mit dem Bauch nach vorne. Und dann fange ich wieder an, das reinzudrehen. Durch das Reindrehen werden die beiden Kartuschen dann angestochen. Das versuche ich jetzt mal zügig hinzukriegen. Jetzt hat man so ein leichtes Zischen gehört, sprich, jetzt ist das Gewehr unter Druck. So, dann tue ich die Kappe hier wieder draufsetzen, drücke das leicht rein und schon sieht man nichts mehr. Jetzt hat das Gewehr schon mal Druck drauf. Jetzt müssen wir noch das Magazin befüllen, das hatte ich euch gerade schon gezeigt kurz. Hier leicht den Hebel nach vorne, dann kann ich das rausnehmen. Ich nehme jetzt als erstes, mal gucken, ob ich da noch so viele drin habe. Sollte reichen. JSB exakt 4,52 mm. Einfach nur, dass man so ein bisschen vergleichen kann. Ihr wisst ja, oder ich hoffe, ihr wisst ja, dass es bei mir auf ergandi.de jetzt die Rubrik Reviews gibt. Was zeichnet diese Rubrik aus? Das Besondere an der Rubrik Reviews ist, dass es hier, ich wüsste nicht, dass es das in anderen Ländern oder auf anderen Internetseiten nochmal gibt, ja, ich sag mal, Testkategorien gibt. Also die Gewehre, die ich getestet habe, habe ich jetzt alle nochmal nachgearbeitet. Das sind, glaube ich, 60, 65 Reviews gewesen jetzt, wo ich den Gewehren dann, ja, ich sag mal, eine Sternebewertung in Sachen Präzision, in Sachen Handling, in Sachen Material und Verarbeitung gebe. Einfach nur, dass man die Gewehre vergleichen kann. Es steht zwar auch eine Erklärung dabei, aber ich sage es vielleicht gerade nochmal dazu, weil ich auch schon angesprochen wurde, dass gesagt wurde: Okay, du hast ein Gewehr für 500 € getestet, das hat einen super Streukreis geschossen, wieso kriegt es nur eine 8-Sterne-Bewertung bei dir in der Präzision, obwohl das doch eigentlich, ja, ich sag mal, so ein sehr gutes Ergebnis hatte. Man soll die Gewehre direkt miteinander vergleichen können. Eine 10 bekommen im Normalfall, Ausnahmen bestätigen hoffentlich irgendwann die Regel, wahrscheinlich die Matchgewehre. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass ein Gewehr mit einer Präzision von 5 Sternen, das 100 € oder 120 € kostet, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat als eins, das 1000 € kostet und 8 Sterne hat. Ich finde, das ist auch eine faire Regelung so, weil sich so jeder seine Preisklasse raussuchen kann, was er investieren möchte und kann dann da vergleichen, was in dieser Preisklasse dann halt eben die wohl präzisesten sind, die ich getestet habe, oder die besten vom Handling und so weiter. Da steht eine schöne Legende dabei, wie das halt eben alles zu werten ist. Jetzt gebe ich gerade mal das Magazin hier rein. Ganz easy. Da wird auch noch ein paar Features außenrum gebaut werden. Habe ich in die Programmierung gegeben, kann noch ein bisschen dauern. Das heißt, dass ihr in Zukunft auf dieser Seite einfach auswählen könnt: Hey, ich habe
500 Euro zur Verfügung. Zeig mir alle Gewehre bis 500 Euro an und dann habt ihr eine Auflistung von den Präzisions, von den Sternen nebendran, was die Präzision haben, was den Handling und so weiter haben und könnt dann von dort aus in den Bericht reingehen. Also das wird ein super geiles Feature. Kann auch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Geplant ist es schon, aber ja, muss natürlich alles umgesetzt werden, kostet auch einen Haufen Kohle und so weiter. Von daher habt ein bisschen Geduld. Okay, genug gelabert. Ich hätte gesagt, es wird Zeit für den Präzisionstest. Ich schaue mal, dass ich da mal so gut wie möglich was zusammenbekomme. Ich mache es jetzt auch so, dass ich den Abzug Single Stage, neues Wort für mich, schieße. Das heißt, ich repetiere vor. Jetzt hat sich das Magazin in die richtige Stellung gegeben und jetzt muss ich nur noch den Abzug ganz leicht betätigen. Ja, über 11 Meter mit Kimme und Korn ist es auch nicht ganz so einfach. Ich sehe es von hier aus gar nicht mal ein Ergebnis. Ich habe ja kein Zielfernrohr drauf. Eine Zielfernrohraufnahme gibt es hier nicht. Deswegen bin ich dann selbst gespannt, was an Ergebnis rauskommt. Richtig mitgezählt habe, war das gerade der letzte. Genau, das war der letzte der 10 Schuss. Ich würde die Scheibe jetzt mal wechseln, dann nehme ich H&N Field Target Trophies und mache das Ganze nochmal. Eine Sekunde. So, Scheibe ist gewechselt. Ich mache gerade die Munition auf. Den Hebel, zack, raus damit. Also das Handling muss ich wirklich sagen, da werde ich eine gute Bewertung abgeben. Vorteile hier sehe ich ganz klar bei dem sehr, sehr geringen Gewicht. Die technischen Daten findet ihr auf meiner Internetseite, auf meiner Homepage. Wie viel es genau wiegt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig. 2050 Gramm? Ich weiß es nicht genau auswendig, ehrlich gesagt. Ich habe es schon niedergeschrieben, aber habe es wieder vergessen. Ich arbeite meistens über ein paar Wochen an so einem Review, da mache ich manchmal Fotos, dann schreibe ich Texte, dann mache ich die Tests, dann mache ich die Schusstests und so weiter. Also wundert euch nicht, wenn ich in einem Video mal zwei oder dreimal verschiedene Klamotten anhabe. Das mache ich halt immer so, wie es gerade klappt oder wie ich halt mich eben eingearbeitet habe. Ja, ihr hattet jetzt längere Zeit keine Videos mehr gesehen. Ich wurde schon ein paar Mal angeschrieben, ob ich noch lebe. Ja, tue ich, aber wie ihr an meiner Seite seht, hat sich halt doch einiges geändert und das war ein bisschen Arbeit. Aber ich beschwere mich nicht. Ich finde, es hat sich gelohnt. Guckt es euch an. Okay. Gucken wir mal. Ich dachte, das Schießen selbst macht ziemlich viel Spaß. Nur einmal von so einem Hebel ziehen zu müssen oder eigentlich auch gar nicht ziehen zu müssen. Okay, das waren wieder 10 Schuss. Jetzt machen wir noch eine letzte Scheibe. Ich glaube, die H&N waren es ein bisschen besser, wenn ich es von hier aus sehe. Und zwar würde ich jetzt mit diesem Two-Stage-Trigger, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, schreibt es mir bitte drunter, ihr kennt euch da besser aus, einfach mal die 10 Schuss nacheinander abgeben und dann gucken wir uns da mal die Präzision an. So, also, dann nehme ich es wieder raus, das Magazin. Ja, was gibt es sonst noch Interessantes zu berichten? Wenn das Video kommt, steht die IWA ganz kurz vor der Tür. Also das heißt, während ihr das guckt, bin ich schon in der absoluten Vorbereitung für die IWA.
Ich werde wieder 3 Tage vor Ort sein. Schau, dass ich wieder ein großes Video mache, dass ich einen Bericht mache, dass ich viele Fotos mache. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute interviewen kann. Wenn es klappt, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal, dass ich mit dem Herrn Weihrauch mal sprechen kann. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, was sich da so tut, was es da Neues gibt. Ich werde natürlich wieder bei Diana auf dem Stand sein. Ich werde bei Umarex vorbeischauen. Ich werde dieses Jahr bei FXR ganz vorbeischauen und mit dem Jörg Sprave sprechen, weil so wie es ausschaut, ich habe es schon mehrfach angekündigt, kommt dieses Jahr wirklich 2020 also mal das erste FXR Guns Luftgewehr, die Dreamline mit einer Leistung von unter 7,5 Joule, dass wir als Schützen ohne WBK uns auch mal das Gewehr austesten können. Also da wird es was Spannendes geben. Ich bin natürlich wieder bei Hawk, ich bin bei Anschütz und schauen wir mal, was mir noch so alles einfällt, was ich noch alles so unterbringe. Okay, kurze Laberpause. Ich mache mal die 10 Schuss relativ zügig und dann schauen wir mal, wie es rausgeht. Das müssten schon 10 gewesen sein. Jo. Ehrlich gesagt, schaut es von hier ziemlich gut aus. Keine Ahnung, warum ich diesen Blödsinn mit dem Single Stage gemacht habe. Wir gucken es uns mal an. Okay Leute, ich habe wieder was gelernt. Aus meiner Sicht, keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ich glaube es fast nicht, hat sich die Geschichte mit diesem Single Stage erledigt. Irgendwie finde ich den Streukreis hier, habe ich mal einen Fingernagel daneben, auf 11,5 Meter, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also, ja, hier haben wir die JSB, hier haben wir die H&N und hier haben wir die 10 Schuss fast Schnellfeuer genannt, hätte ich jetzt mal gesagt, die ich gerade so mit den H&N Field Target Trophies abgegeben habe. Sehr geil. Ich hätte gesagt, es wird Zeit, dass wir mal schauen, wie konstant das Gewehr ist. Ab zum Kronitest. So, wir machen den Kronitest, JSB exakt 4,52 mm und wir machen mal 10 Schuss und gucken mal, wie konstant und leistungsstark das Gewehr ist. Wir haben jetzt 30 Schuss durch diese beiden CO2-Kartuschen. Jetzt sind wir genau, Entschuldigung, in der Mitte der Kapazität der Kartuschen. Das gab bei mir immer zwischen 65 und 70 ordentliche Schuss. Also von daher sind wir jetzt genau in der Mitte. Die 10 Schuss sollten von daher recht konstant sein. So, das waren die 10 Schuss. Ging alles ziemlich zackig. Ihr könnt euch das ja dann nochmal in das Lomo anschauen. Wir gucken es uns mal an. Oh, Entschuldigung. Falsche Taste. Ihr habt gesehen, das ist auf 0,547 Gramm eingestellt. Das wollte ich aber nicht zeigen. Also 10 Schuss. Schussanzahl 10, durchschnittlich 5 Joule. Das ist echt viel. Ich habe gedacht, die liegt so bei 3,5 oder so. Gott, wieder was gelernt. 5 Joule. Durchschnittsgeschwindigkeit 135,3. Von 130 kann man sagen bis 140. Okay, eine Konstanz von 10 Meter ist, denke ich, bei CO2 echt in Ordnung. Abweichung, Standardabweichung von 3 Meter die Sekunde. So, wir haben den Schusstest gesehen, wir haben uns den Kronitest angeschaut. Also vom Schusstest bin ich mehr als positiv überrascht. Ich denke mal, locker easy unter einem Euro-Stück verschwindet der Streukreis. Aus meiner Sicht ist das ein super Ergebnis für ein CO2-Gewehr. Ich habe allerdings natürlich nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten, aber ich behaupte mal, wenn man jetzt ein ganz günstiges Federdruckgewehr hat, kriegt man es auch nicht viel besser hin. Ja, was mir an CO2 grundsätzlich nicht so gut gefällt, ist halt immer die Kartuschengeschichte. Ich finde, es ist immer eine ganze Menge Müll, da macht man 70 Schuss, schmeißt wieder 2 so Kartuschen weg. Okay, für irgendeinen Tod muss man sterben, ist halt eben so in der Technik. Was mir sehr gut gefallen hat, war einfach die, ja, ich sag mal, die komplette Haptik und das ganze Handling und Feeling von dem Gewehr. Ist zwar alles Kunststoff, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem wertig an. Es schaut jetzt nichts danach aus, dass irgendwas gleich kaputt gehen könnte. Ich habe natürlich keine Ahnung, kenne mich nicht aus, wie lange so Dichtungen und so weiter halten, aber
Sowas kann man dann zur Not natürlich auch austauschen. Was ich schon mal sagen kann, dadurch, dass ich das Gewehr schon fast ein Vierteljahr letzten Endes da habe, ich hatte Kartuschen eingelegt und habe die mindestens 2 Monate unter Druck gehabt, mindestens, ich tippe eher auf fast 3, und habe die vorhin vor dem Schusstest erstmal aufgemacht, letzten Endes, um die alten Kartuschen rauszutun, um neue reinzutun, erstens, um euch das Beladen zeigen zu können und dann halt eben auch einen guten Chronitest machen zu können. Und das Gewehr war wirklich dicht, auch über Monate. Also falls die Frage aufkommt, wie kann man die unter Druck lassen? Ja, definitiv. Ja, sonst, was bleibt mir zu sagen? Spielerei, klar, hier klappbar, aber irgendwie finde ich, das Gesamtkonzept passt wirklich. Mir gefällt sie optisch sehr gut. Ich glaube, die hat einen Preis von 180 Euro, finde ich persönlich jetzt gerechtfertigt. Ich finde, das ist eine schön angelegt. Für mich bleibt es als Spaßgewehr in meinem Schrank stehen. Ist halt einfach eine Abwechslung zu dem normalen Luftgewehrschießen, zu dem Präzisionsschießen. Sowas kann man mal mit zu Kumpels nehmen, kann man ein bisschen in der Gartenhütte schießen. Natürlich aufpassen, dass das Geschoss nicht das Grundstück verlässt und so weiter. Ihr kennt die rechtlichen Vorgaben natürlich. Ja, ich habe eine ganze Menge erzählt. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr zieht euch die Videos von der IWA rein, beziehungsweise meine Blogbeiträge. Abonniert meine Homepage. Ihr kriegt nur einen Newsletter, nicht mit Werbung oder sonst was, sondern nur, wenn ein neuer Beitrag da ist. Und ein weiterer Vorteil ist, auf meiner Homepage könnt ihr alle meine Videos ohne Werbung anschauen. Auf YouTube habe ich Werbung schalten, ich muss die paar Kröten mitnehmen, tut mir leid. Aber wenn ihr keine Bock auf keine Werbung habt, geht auf meine Homepage, da gibt es das Ganze für umme. Okay, das war's von meiner Seite aus. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, servus, sagt der Gandhi.